Am 6. Februar tragen in Nordnorwegen besonders viele Kirchgänger die Tracht der Samen. Seit 8 Jahren wird an diesem Datum der samische Nationalfeiertag begangen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn es ist noch gar nicht lange her, seit sich die Samen ihrer kulturellen Identität bewusst geworden sind und ihre Rechte durchgesetzt haben. Das Joiken, eine Art Jodeln auf Samisch, drohte in Vergessenheit zu geraten, erinnert sich der 74-jährige Ingvald Guttorm. Erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begannen sich die Samen zu organisieren. Und auch ich habe erst damals wieder angefangen, meine samischen Wurzeln zu pflegen und mit einer Gruppe zu joiken. Das Stammgebiet der Samen erstreckt sich, verteilt auf die 4 Länder Norwegen, Schweden, Finnland und Russland, über die gesamte Finnmark, auch Lappland genannt. Die Samen sprechen eine einheitliche Sprache und haben eine gemeinsame kulturelle Tradition. Ursprünglich lebten die Samen vom Fischfang und von der Rentierzucht. Die wirtschaftliche und politische Entwicklung hat ihre Lebensgrundlage in dieser Region südlich des Nordkaps im letzten Jahrhundert massiv eingeschränkt. Die Schiffe der Hurtigroute, die früher täglich Post und Güter in die Häfen der norwegischen West- und Nordküste brachten, zum Beispiel nach Hammerfest, sind inzwischen kreuzfahrttaugliche Luxusliner. Immer noch verkehren sie zwar im täglichen Taktfahrplan zwischen Bergen und Kirkenes, laufen 34 Häfen an und benötigen dazu 7 Tage. Aber an Bord sind immer weniger Güter, dafür mehr Passagiere. Vor allem in den Sommermonaten suchen Zivilisationsmüde das Abenteuer einer Reise ans Nordkap, ohne auf Komfort und Luxus verzichten zu müssen. Im Sommer wird es hier oben nie dunkel. Und wenn es das Wetter erlaubt, scheint die Mitternachtssonne. Höhepunkt einer solchen Reise ist der Besuch des Nordkaps. Da dieses auf einer Insel liegt, Magerøya, legt das Hurtigrotenschiff im Hafen Honningsvær eine halbtägige Pause ein. Hier warten schon die Touristenbusse und die Fremdenführer auf den Ansturm der Gäste. Das Wasser in den kleinen Bergseen kommt von Regen und natürlich Schmelzwasser von der Schnee und kleinen Bergrevieren auf der Insel. Am nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes erleben viele Touristen allerdings oft eine herbe Enttäuschung. Das Wetter hier ist auch am längsten Tag des Jahres oft garstig, von Sonne keine Spur. Es reicht immerhin für ein symbolträchtiges Erinnerungsfoto. Und die Mitternachtssonne gibt es im Souvenirshop in allen Variationen. Auf der Rückreise wird der Touristentross dann auch mit der Sami-Kultur konfrontiert. Und die Same, die waren natürlich ein ausgesprochen friedliebendes Volk. Und diese friedliche Haltung spiegelt sich auch in ihrer Religion wider. Und das war eine Naturreligion. Die Sonne, die Steine, Pflanzen, Tiere, das Wasser, die Erde, alles hatte eine Seele. Das Sami-Lager am Wegrand ist allerdings nichts als Staffage. Von Seele keine Spur. Angekettete Rentiere und kostümierte Stammesälteste haben mit der Sami-Kultur so wenig zu tun wie ein Zirkusreiter mit einem Cowboy. Unter den Einheimischen werden diese Vorzeigerentierzüchter verächtlich Plastik-Sami genannt. Die weiten Tundrasteppen mit dem nahrhaften weißen Moos und die freilebenden Rentierherden gibt es allerdings noch immer in der ganzen Finnmark. Von den rund 50.000 Samen leben 36.000 in Norwegen. In den letzten 30 Jahren haben sie grenzüberschreitend ein starkes Bewusstsein für ihre Kultur entwickelt. In Karasjok tagt regelmäßig sogar ein Sami-Parlament. In der Region des Tanaflusses mit der verkehrstechnisch wichtigen Brücke über den Tanafluss, Tanabru, rechnet sich ein Großteil der Bevölkerung den Samen zu. Hier gibt es einen Sami-Gerichtshof und von Tanabru aus sendet auch ein Sami-Radio. Dennoch lebt hier niemand mehr nach alter Sami-Tradition im Lavu, dem Nomadenzelt.
Die meisten gehen alltäglichen Berufen nach, sind mit Norwegerinnen oder Finnen verheiratet und sprechen heute neben Samisch auch Norwegisch, Finnisch oder Englisch. Auch die Kulturexpertin Esther Uzi, die hier eine kleine Pension mit traditionellen Sami-Erdhäusern betreibt, ist so aufgewachsen. Ich bin in einer gemischten Familie geboren. Mein Vater war Rentierzüchter. Er wurde noch in einem Zelt geboren. Als er meine Mutter heiratete, die in diesem Haus aufgewachsen war, führte sie einen Bauernhof und er züchtete weiter Rentiere. Viele Samen sind dem Zwiespalt zwischen Moderne und Tradition ausgesetzt. Frode Uzi, der Cousin von Esther, hat sich in jungen Jahren im Motocross und vor allem im Snowmobilsport in Skandinavien einen Namen gemacht. Heute ist er der größte Motorrad- und Schneefahrzeughändler der Region. Dazwischen widmet er sich der Rentierzucht. In Zukunft will er sich vermehrt, später ausschließlich dieser Leidenschaft zuwenden. Das lukrative Fahrzeuggeschäft soll verkauft werden. Man kann nicht alles mit Geld aufwiegen. Zum Beispiel das gute Leben in den Bergen, wo man zwar harte Lebensbedingungen, aber keinen Stress hat. Du musst nur dem Rhythmus der Rentiere folgen, dann wirst du ebenso ruhig. Um eben diese Ruhe zu finden und zu entspannen, fahre ich so gerne in die Berge. Die Weiderechte werden über Generationen weitervererbt. Frode Uzis Weidegebiet erstreckt sich von der finnischen Grenze im Süden bis ans Meer nach Berleborg im Norden. Im Juni drängen die Rentiere nach Norden. Sie werden über verschneite Pässe und zugefrorene Bergseen getrieben, damit sie endlich wieder frisches, grünes Gras zu fressen bekommen. Denn jetzt ist proteinreiche Nahrung nötig. Nur diese garantiert eine ausreichende Milchproduktion für die Aufzucht der neugeborenen Kälber. Das Klima in diesen Breitengraden ist allerdings so rau, dass auch Ende Juni die Weiden oft noch braun statt grün sind. Das Wetter trägt auch nicht immer zum Graswachstum bei. Selten ist es frühlingshaft warm. Und so suchen sich die Rentiere ihr Futter in den Wiesen in der Nähe der Siedlungen oder fallen auch einmal in die Gärten ein. Wenn ihn dann erboste Telefonanrufe der Berleborger Bevölkerung erreichen, muss Frode Uzi bei jedem Wetter dafür sorgen, dass seine Rentiere in die Berge zurückweichen. Gute Dienste leistet ihm dabei Rekkis, sein samischer Hirtenhund, und, wenn nötig, sein Motorrad. Zwar ist Rekkis nicht so schlank und rank, wie er sein sollte. Und auch das Metier des Hirtenhundes hat er nie richtig gelernt. Aber treiben, das kann er, bis zur Erschöpfung. Aus allen Ecken und Winkeln in und um Berleborg holt Rekkis die Rentiere heraus und treibt sie ins Hinterland. Aber für die Zurufe seines Meisters ist er taub. Unbeirrbar folgt Rekkis den flüchtenden Rentieren ins Hinterland. An eine freiwillige Rückkehr ist nicht zu denken. So bleibt Frode Uzi nichts anderes übrig, als seinen treuen Freund suchen zu gehen. Oder besser fahren. Das ist moderne Rentierzucht. Der Grund und Boden, auf dem die Rentiere weiden, gehört dem Staat. Dass die Weidelizenzen wieder nach alter Sami-Tradition vergeben werden, ist eines der Rechte, das die Sami-Bewegung in den letzten Jahren erkämpft hat.
Auch in diesem Teil des Distrikts, das zum Uzi-Gebiet gehört, kann nicht einfach jeder Rentiere halten. Man braucht dazu eine Lizenz. Man muss nachweisen, dass man den richtigen Familienhintergrund hat. Aber selbst dann ist eine Lizenzerteilung nicht garantiert. Drei geschlagene Stunden später, es ist schon fast 10 Uhr abends, ist Frode Uzi von seinem Ritt endlich zurück. Tropfnass und mit einem todmüden Rikis. Aber seinen Hund erziehen zu wollen, hat Frode Uzi schon längst aufgegeben. Dazu fehlt nun wirklich die Zeit. Danabru, 6 Monate später. Der Winter verändert hier Landschaft und Leben nachhaltig. Es wird kaum noch hell. Dafür zaubert die Sonne von hinter dem Horizont die schönsten Stimmungen an den Himmel. Und die Menschen helfen nach. Lichter in allen Fenstern sollen die Polarnacht verkürzen. Winter verliert die Brücke in Danabru an Bedeutung. Jetzt kann man den zugefrorenen Dana-Fluss an verschiedenen Stellen auf der Eisdecke überqueren. Und für Schneemobil-Schnellfahrer ist der Dana ohnehin ein Paradies. Unmittelbar oberhalb der Eisbrücke von Polmak, mit unverstellbarem Ausblick auf die finnische Seite des Tana, befindet sich das selbstgebaute Haus von Ingvald Guttorm. Der Onkel von Esther Uzi hat vor über 30 Jahren nicht nur wieder mit dem Joiken angefangen, er hat sich auch auf die Fähigkeiten zurückbesonnen, die er sich selbst beigebracht hatte, auf handwerkliches Geschick. Vom norwegischen Schulsystem hatte er nämlich nichts gelernt. Und die Gesellschaft betrieb bis weit in die 60er Jahre eine massive Diskriminierung der Samen. Die samische Sprache war in der Schule tabu. An einigen Orten war es sogar verboten, samisch zu singen und zu joiken. In meiner Jugend war es gar nicht gut, samisch zu sprechen. Die Werke von Ingvald Guttorm, für die er die sami-typischen Materialien Birkenholz, Rentierhorn und Rentierfell benutzt, zählen heute zu den herausragenden Arbeiten dieser Art. Er ist im Frühjahr 2005 an einer großen Sami-Ausstellung in Oslo mit einem Kulturpreis ausgezeichnet worden. An seiner Schulbildung liegt das allerdings nicht. Ich war nur 1,5 Jahre in der Schule und habe dabei nichts gelernt, weil ich Norwegisch nicht verstand. Ich musste mir alles selbst beibringen. Ingvald Guttorms liebster Aufenthaltsort ist sein Atelier, das er auch im tiefsten Winter aus Prinzip nicht heizt. Hier hortet er Unmengen von knorrigen Birkenstücken und geschwungenen Rentierhörnern. Bevor er sich diesen Traum erfüllen konnte, hat Ingvald Guttorm allerdings harte Zeiten durchgemacht. Es war sehr schwierig, Arbeit zu finden. Ich habe mich als Buschauffeur, als Waldarbeiter oder als Autoverkäufer durchgeschlagen. Erst nach meiner Heirat habe ich mir ein Kunsthandwerksatelier einrichten können. Ingvald Guttorm lebt seither seine handwerkliche Kreativität mit der Herstellung von Holztassen, Schmuckkästchen oder Messerscheiden voll aus. Unterstützt wurde er darin von seiner Frau, einer deutschen Ärztin, die großes Interesse an der samischen Kultur entwickelte.
Für sie war nach dem Studium klar, dass sie als Landärztin arbeiten wollte. Und Nordnorwegen entsprach ihrem Wunsch nach einer weiträumigen, wenig besiedelten Gegend besser als alle Möglichkeiten in Deutschland. Ja, ich war sehr interessiert an der Geschichte, in der Historie des samischen Volkes. Und ich arbeitete mit samischen Patienten. Und da habe ich mich ganz früh entschieden, Samisch zu lernen, um meine Patienten verstehen zu können. Und meines ist es auch, ich bin moralisch, ethisch verpflichtet, in Gesundheitsdienst auf ihrer Muttersprache anzubieten. Die Vorweihnachtszeit ist für Rentierzüchter auch die Zeit der Ernte. Nicht nur in Norwegen, auch in Finnland, wie hier in Näkkelä, werden Ende November die Herden zusammengetrieben, um einen Teil der Rentiere zur Schlachtung auszusondern. Auch wenn sie weitgehend wild und unbeaufsichtigt leben, gehören alle Rentiere einem Züchter. Und jetzt ist für ihn Zahltag. In Näkkelä haben sich die Familien der Näkkeläjärvi versammelt, um die Schlachttiere auszusondern. Es sind rund 20 Züchter aus dem weit verzweigten Familienclan, die ihre mit besonderen Kennzeichen versehenen Tiere aus der rund 3000 Stück umfassenden vereinigten Herde herauspicken müssen. Ausgesondert werden vor allem Kälber und weibliche Jungtiere. Diese bringen den größten Ertrag, während die männlichen Tiere von der zu Ende gegangenen Brunft erschöpft und abgemagert geschont werden. Immer wieder werden Gruppen vom großen in kleinere Gehege umgeleitet, wo sie leichter einzufangen und auszusondern sind. Und es braucht nicht nur Mut, um sich in dieses Gewusel zu stürzen, sondern auch Kraft und Geschicklichkeit, um die Richtigen herauszupicken. Glücklich jene, die wieder ins Außengehege entlassen werden. Ihnen steht zwar ein kalter Winter, aber ein längeres Leben bevor. Dieser Tag ist für alle beteiligten Familien auch ein gesellschaftliches Ereignis. Auch wenn das Lagerfeuer bei minus 35 Grad nur ungenügend wärmt. Es ist aber auch der Tag der Staatsgewalt. Jeder Rentierzüchter zuckt bei der Frage nach der Größe seiner Herde milde lächelnd die Schultern und behauptet, es überhaupt nicht zu wissen. An diesem Tag ist immer auch ein Beamter anwesend, der mitzählt. Resultat? Natürlich streng geheim. Auf der einen Seite müssen die zu schonenden Tiere mit Gewalt in die Freiheit gezerrt werden. Auf der anderen Seite schicken sich die Schlachttiere in ihr Los und trotten ihrem unvermeidlichen Schicksal entgegen. Der Lastwagen ist schon da. Auch für Frode Uzi bedeutet der Dezember Schlachtzeit. Rund ein Dutzend Rentiere, die er zum privaten Gebrauch benötigt, schlachtet und zerlegt er selbst. Er tut das mit Freude und Geschick in seiner provisorisch zur Metzgerei eingerichteten Garage. Auf den Tisch seiner Familie kommt fast ausschließlich Rentierfleisch. Die Anzahl der verkauften Schlachttiere richtet sich nach dem Erfolg der Zuchttiere.
Je mehr Kälber, desto reicher die Ernte. Bei Frode sind es meist über 1000, die je nach Gewicht 500 bis 1000 Franken eintragen. Von seinen sportlichen Erfolgen zeugen im Büro zahllose Auszeichnungen, Vasen und Pokale. Frode Uzi ist überzeugt, dass es den heutigen Stars am richtigen Training fehlt. Als ich die skandinavische Meisterschaft gewonnen habe, das war mein größter sportlicher Erfolg, war die Arbeit mit den Rentieren zugleich das beste Training. In den Wäldern herumfahren, Zäune flicken, von Hand. Das endlose Treiben auf dem Motorrad im Sommer und auf dem Snowscooter im Winter haben Fahrpraxis und Ausdauer vermittelt. Da war kein Fitnessstudio nötig. Die Monate Februar und März, wenn die Tage zwar wieder länger werden, aber die Schneedecke anwächst und die Temperatur zeitweise weit unter minus 20 Grad sinkt, sind für die Rentierhalter die härtesten. Da sind Frode Uzi und sein Helfer auf ihren Snowmobilen oft 8 bis 10 Stunden unterwegs. Man trifft sich im Morgengrauen und kommt erst bei Nacht wieder zurück. Er ist immerhin Besitzer von rund 3000 Rentieren. So genau weiß er es ja nicht. Eine Stunde oder mehr dauert allein die Anfahrt ins Hinterland, weit ab von jeder Zivilisation. Je nachdem, wo sich die Tiere befinden, muss Frode entscheiden, was zu tun ist. Schneebeschaffenheit und Höhe muss er genauso berücksichtigen wie den Zustand des Bodens und die Qualität des Futters, das sich unter der Schneedecke befindet. Verhalten sich die Tiere ruhig, scharren sie den Schnee weg oder legen sie sich gar zur Ruhe nieder, ist es gut. An solchen Tagen können es sich die beiden sogar leisten, die von Frodes Großvater erbaute Hütte aufzusuchen und sich aufzuwärmen. Sein Großvater und auch sein Vater pflegten hier noch über Wochen zu wohnen und mit Langlaufski nach den Herden zu schauen. Dank der heutigen Mobilität beschränkt sich die Hüttenromantik im besten Fall auf 2-3 Stunden, in denen man die Strategien der nächsten Tage besprechen kann. Wird das Futter knapp oder drohen die Tiere, die nahe finnische Grenze zu überschreiten, ist aber Action angesagt. Dann beginnt das Treiben. Und plötzlich wimmelt es von Rentieren, die man vorher nie gesehen hat. Es ist erstaunlich, mit welchem Geschick die Treiber auf ihren Snowmobilen ihre Arbeit verrichten. Und das oft stundenlang im freien, unwegsamen Gelände.
es schließlich alle 3000 sind, die hier vorbeikommen, bleibt ungewiss. Zählen wäre zwecklos. Vielleicht sind es weniger, vielleicht aber auch mehr. Zugelaufen aus einer anderen, weniger gut beaufsichtigten Herde. Die Züchter nehmen das nicht so genau. Der Konkurrenzdruck ist groß und wer nicht aufpasst, ist selbst schuld. Nur der eine, der mit der Glocke, der gehört bestimmt dazu. Die Lizenzen für die Rentierzucht sind heute wieder begehrt. Same zu sein reicht nicht mehr aus. Ganze Familien haben sich darob zerstritten. Auch wenn sie einsieht, dass man den Fortschritt nicht aufhalten kann, beobachtet Esther Uzi die Entwicklung mit Sorge. So wie man heute mit Motorrädern und Snowmobiles arbeitet, muss man mit der Rentierzucht viel Geld verdienen. Dazu muss man viele Rentiere haben. Und heute gibt es zu viel davon in der Finnmark. Man hat das Gleichgewicht noch nicht gefunden. Den Nationalfeiertag am 6. Februar feiern viele Samen aus vollem Herzen. Aber längst nicht alle. Die Jungen haben die Diskriminierung nicht mehr erlebt. Aber für viele Alte sind die Wunden immer noch spürbar. Ich habe eigentlich nicht so sehr viel übrig für Nationalfeiertage. Aber in diesem Zusammenhang, in diesem samischen Zusammenhang, wo ich sehe, das ist wichtig, seine Wurzeln wiederzufinden und die Identität, die ja versteckt werden musste, die Identität, die nicht kommuniziert wurde und woran die wirklich sehr, sehr viele Samen gelitten haben, ihre samische Identität zu verstecken, ihre norwegische neue Identität nicht so richtig zu meinen und nicht so richtig zu beherrschen. Dadurch ist sehr viel Krankheit entstanden und diese Krankheiten sehe ich, mit denen muss ich kommunizieren in meiner täglichen Praxis. Für Frode Uzi kommt der Nationalfeiertag ungelegen. Im Februar ist er Tag und Nacht engagiert, sei es bei den Rentieren oder, wenn der Tag auf ein Wochenende fällt, bei Snowmobilrennen. Er sponsert und betreut den lokalen Nachwuchs. Genau um diese Zeit findet so ein Meeting in Danabro statt. Dieses Ereignis ist ihm wichtiger als der Kirchgang. Naja, der Nationalfeiertag. In meiner Kindheit gab es den nicht. Damals gab es nur den 17. Mai, den norwegischen Nationalfeiertag. An den Samischen haben wir uns einfach noch nicht gewöhnt. Wenn er, wie bei den Norwegern, auf einen gewöhnlichen Tag im Frühling fallen würde, wäre es vielleicht anders. Aber solange es so ist... So verbringt Frode Uzi den samischen Nationalfeiertag an der Rennstrecke. Da geht es weniger besinnlich, dafür spannender zu und her. Sein Schützling im Juniorenrennen, die Nummer 42, hat Frodes Ratschläge beherzigt. Fährt mutig und technisch ansprechend. Und erringt, zur Freude seines Mentors, einen guten zweiten Platz. Ein bisschen mehr Arbeit mit den Rentieren, meint Frode, hätte ihm vielleicht sogar den Sieg beschert. Aber sicher ist das nicht. Die Zeit steht auch im Samiland nicht still.